Hast du schon wieder mein Deo genommen? Alles in Ordnung? Blöde Frage, sorry. Hast du schon wieder Stress mit deinen Haaren? Hast du mein Taschentuch? Danke. Habt ihr euch gestritten? Eigentlich war dein Abendtag total chillig. Erst habe ich mit deiner Sport gemacht und dann hat Hagen Nikolaus gespielt und uns beschenkt. Was? Süß, ne? Ich habe sogar einen Strampler gekriegt, wo Shit Happens draufsteht. Das ist zweideutig gemeint. Einmal, dass ich glaube, ich verstehe das. Was ist denn dann schiefgelaufen? Eigentlich gar nichts. Ich weiß auch nicht. Die beiden haben sich sogar total Mühe gegeben, dass ich mich nicht irgendwie komisch fühle oder so. Die haben sich auch nur geküsst, wenn ich sie dachten, ich guck gerade nicht. Und dann haben sie sich umarmt und es war auch total okay. Aber trotzdem. Ich weiß, was du meinst. Eigentlich müsste ich froh sein, dass wir drei das jetzt so gut zusammen hinkriegen, dass wir uns verstehen ohne Stress und Rumgezicke. Bin ich auch. Aber trotzdem. Ich will auch jemanden haben, der abends auf mich wartet und mich mal in den Arm nimmt. Und nur weil ich schwanger bin, kann das doch jetzt nicht gewesen sein, oder? Dieser kleine Racker hier, der soll dich daran erinnern, nicht alles so bier ernst zu nehmen. Bei einem Adventskalender, den Christian mir aus England geschickt hat. Du bist süß. Hey. Oh, ist was für mich dabei? Ja, hier. Von Christian? Ja. Sag mal. From London with love, Christian. Süß. Mhm. Seit wann steht denn der auf so einem Trash? Ach, du kennst ihn doch. Ist das für mich dabei? Nee. Ein Elefant. Wer schickt dir denn eine Karte mit einem Bild von dir drauf? Mein Bruder aus Afrika. Und warum ist dann ein asiatischer Elefant auf der Karte? Hm? Ja, hier die Ohren, das weiß doch jeder. Guck mal, die sind beim afrikanischen Elefant viel größer. Nein. Was nein? Gerne. Du meinst Helena? Ja, rafft ihr es nicht? Daniel ist nicht im Kongo, der ist mit Helena in Kambodscha. Ja! Es reicht nicht, dass er mich mit dem Baby sitzen lässt. Jetzt ist er wieder mit seiner Ex zusammen. Und ich bin ganz allein. Daniel war meine erste große Liebe. Ich will jetzt ja nicht wieder Moralaposteln, aber die erste große Liebe, die betrügt man auch nicht zwangsläufig im Suff mit einem anderen. Jessie, was ich sagen will, ist nur, ich kann schon irgendwie verstehen, dass Daniel keine Lust hatte, Hagens Kind mit dir großzuziehen. Kannst du auch verstehen, dass er eigentlich wieder mit seiner Ex zusammen ist? Ach, das sind doch nur irgendwelche Vermutungen. Selbst wenn, dann wäre das Daniels Sache, ihr seid getrennt. Ja. Das Schlimme ist, ich vermisse ja auch gar nicht ihn so schrecklich. So wie er mich sitzen gelassen hat, das war ich das Letzte. Aber? Das Gefühl. Also jetzt nicht das Hex. Ach ja? Auch. Aber vor allem das Gefühl, das ich hatte, wenn ich mich auf ihn gefreut habe, wenn er von der Schicht kommt. Wenn wir gekocht haben oder zusammen aufgewacht sind. Das Gefühl, geliebt zu werden. Was hast du jetzt vor? Jessica? Jetzt mach schon auf. Wow, wie Phönix aus der Asche. Wieso Asche? Das ist teilweise sündhaft teuer. Willst du auf die Piste gehen? Ja. Ist das halt Schwangere verboten? Nein, im Gegenteil. Ich
Ich habe mich nur gerade gefragt, wie du das immer so schnell hinkriegst. Ach, alles eine Sache der Übung. Braucht ja nicht jeder so lange im Bad wie du. Nein, ich habe mich einfach gefragt, soll ich jetzt warten, bis der Prinz auf seinem Pferd vorbeigeritten kommt? Nö, der kommt sowieso nicht, erst recht nicht in meinem Zustand. Und deshalb fange ich mir halt jetzt einen auf freier Wildbahn. Einen Prinzen? So, nun tut's auch ein Klempner. Jessie, du weißt genau, dass das nicht funktioniert. Abwarten. Die große Liebe, die wartet nicht an der nächsten Straßenecke. Wer sagt denn, dass ich die suche? Da haben wir doch gerade von gesprochen. Von einem Gefühl, ja, aber so nur tut's doch auch die Light-Version. Ich will einfach jemanden zum Knuddeln, der mich gern hat. Nichtraucher, Fleischfresser ohne Schweißfüße und Mundgeruch. Dafür brauchst du keinen Mann, da reicht ein Dackel. Nee, im Ernst. Ich will nicht mehr allein sein. Ich will einen Mann, der auf mich wartet, dem ich meine süße SMS schreiben kann. Aber mehr auch nicht. Okay. Und ich wette mit dir, dass dieser jemand gerade im Schneiders auf mich wartet.